Moin Leute, heute habe ich mal ein etwas komplizierteres Rezept für euch. Und zwar wollte ich gerne Snickers veganisieren. Das hat sich nämlich die Mia Morgenstern vor einer halben Ewigkeit schon gewünscht. Und das ist deshalb so kompliziert, weil es aus drei verschiedenen Schichten besteht. Nämlich der Marshmallow-Creme, dann der Karamell-Erdnuss-Creme und außenrum natürlich nochmal die Schokolade. Deswegen benötigt es auch ziemlich viele Arbeitsschritte. Aber ich muss sagen, das lohnt sich auf jeden Fall. Das ist auch ein super Geschenk oder Mitbringsel. Oder einfach etwas, um eure nicht-veganen Freunde zu überraschen. Okay, los geht's. So, als erstes könnt ihr euch mal zwei Papiere Backpapier vorbereiten. Ich habe jetzt hier diese vorgeschnittenen, die sind jetzt 38 x 42 cm groß. Aber im Endeffekt könnt ihr auch die Größe nehmen, die ihr selber möchtet. Denn ja, die Schichten sind im Endeffekt variierbar, wie dick ihr die macht. Natürlich sollten sie nicht zu dick sein, damit man sie noch schneiden kann. Aber im Endeffekt ist das euch überlassen, wie dick ihr das macht. Ich nehme jetzt hier dieses Papier und falte die zweimal an beiden Kanten, dass ich damit ungefähr in der Mitte lande. Es kann sich ein kleines bisschen überlappen. Und die Kanten, die falte ich richtig scharf ab, sodass ihr so ein Stück habt. Die Außenkanten könnt ihr wieder nach außen klappen. Das gleiche nochmal mit dem zweiten. Sollte dann ungefähr genauso groß sein. So, die beiden erstmal beiseite legen. So, zuerst brauchen wir etwas Sojasahne, und zwar 50 Gramm. Außerdem 50 Gramm Kakaobutter. Und das Ganze kochen wir jetzt erstmal auf und lassen wir schmelzen. So, und wenn das aufgekocht ist und die Butter schön geschmolzen ist, gebt ihr das Ganze einfach in eine Schüssel. Am besten eine Metallschüssel. So, das stelle ich jetzt ganz kurz mal in den Kühlschrank. Das werde ich übrigens heute öfter machen, dass ein paar warme Sachen einfach mal in den Kühlschrank gestellt werden. Ich mache das dann immer so, dass ich ein paar Kühlakkus einfach dazu lege, also unten drunter lege. Ja, damit das Ganze ein bisschen ausgeglichen wird und das auch ein bisschen schneller runterkühlt. So, dann habe ich hier 100 Gramm Rohrohrzucker, außerdem 60 Gramm Wasser. Und das beides kochen wir jetzt schön auf und warten, bis sich ein dickflüssiger Sirup gebildet hat. Währenddessen könnt ihr schon einen anderen flachen Topf aufstellen, mit ein bisschen Wasser, ein paar Zentimeter hoch, und auch schon mal zum Kochen bringen. So, langsam wird das immer dickflüssiger. Merkt ihr immer am besten, wenn ihr das einfach mal runtertropfen lasst. Ein bisschen braucht es zwar noch, aber ich hole jetzt schon mal die Sahnemischung aus dem Kühlschrank. Dank der Kühlakkus ist sie auch jetzt schon gut runtergekühlt. Die könnt ihr jetzt einfach mit dem Schneebesen so ein bisschen schaumig schlagen. Ihr könnt auch gleich ein Handrührgerät nehmen, wenn ihr möchtet. Der Zucker ist schon fast gut. Der Dampf verringert sich auch so ein bisschen, daran merkt ihr auch, dass das Wasser schon fast weg ist. Und der Zucker sollte so einen leichten Goldton haben. Also wahrscheinlich jetzt noch ein paar Sekunden nur. Wie seht ihr, ist auch schon schön dickflüssig. So, jetzt merkt ihr auch am Löffel, dass da langsam mehr Widerstand ist. Und so langsam verfärbt er sich auch golden. So ist er eigentlich, denke ich, genau richtig, wenn er so vom Löffel fließt wie dünner Honig sozusagen. Dann könnt ihr die Schüssel mit der Sahnemasse auf den Topf mit dem Wasser stellen, kurz nochmal rühren. Und dann könnt ihr ganz langsam den Zucker hineinfließen lassen und ständig dabei weiterrühren. So, und sobald sich der Zucker komplett aufgelöst hat, könnt ihr die Schüssel vom Herd nehmen. Und die kommt jetzt für ca. 5 Minuten ins Gefrierfach und dann nochmal in den Kühlschrank, solange bis sie richtig schön ausgekühlt ist.
So, die Masse ist jetzt ungefähr eine Viertelstunde nochmal im Kühlschrank und ist auch schon ziemlich gut runtergekühlt. Jetzt habe ich hier nochmal 20 Gramm Erdnüsse. Die werde ich nochmal ganz grob klein hacken. Die Erdnüsse sollten übrigens geröstet sein. So, das ist jetzt unsere Sahne-Zuckermasse. Und ihr braucht jetzt ein elektrisches Rührgerät und damit schlagt ihr das Ganze mal ein paar Minuten auf höchster Stufe auf. So, das war jetzt nur eine Minute, das sollte aber eigentlich auch reichen. Ihr seht, das ist so richtig schön hell geworden und richtig schön schaumig. Da kommen jetzt die Erdnüsse rein. Dann braucht ihr ungefähr 40 Gramm Erdnussmus. Könnt ihr auch gleich zur Masse geben. Und dann nochmal 30 Gramm Lupinenmehl. Das sind circa 2 Esslöffel. Und das Ganze könnt ihr jetzt nochmal auf kleiner Stufe unter die Creme rühren. So, dann braucht ihr eins von euren vorbereiteten Backpapier. Gebt da erstmal die Masse rauf. Und das versucht ihr jetzt schön gleichmäßig zu verteilen und euch ungefähr an die Faltgrenzen zu halten, also nicht darüber, denn die zweite Schicht, die wir machen, die soll ja her ungefähr genauso groß werden. So, jetzt könnt ihr die Seiten des Backpapiers darüber schlagen. Und könnt jetzt mit der Hand oder, wenn ihr es genau machen wollt, sogar mit dem Nudelholz, das Ganze noch ein bisschen flach drücken. Die Kanten etwas begradigen, zumindest soweit das möglich ist. Ich mache es jetzt nochmal ganz kurz mit dem Nudelholz. So, und das Ganze legt ihr jetzt am besten mit dem Brett zusammen, erstmal in den Kühlschrank und da kann es erstmal eine Weile auskühlen. So, das war die Marshmallow-Schicht. Jetzt kommt also die Karamellschicht mit den Erdnüssen. Dafür habe ich hier schon mal 150 Gramm Erdnüsse in eine Pfanne gegeben. Und die könnt ihr jetzt mit den Händen, falls sie nicht eh schon halbiert sind, so ein bisschen reiben, damit sie sich noch ein bisschen zerkleinern und ja, zumindest halbiert sind dann im Endeffekt. So, die können wir erstmal beiseite stellen. Dann braucht ihr nochmal einen Topf und 120 Gramm Sojasahne, ca. 45 Gramm Margarine und 10 Gramm Ahornsirup. Dürfte so ungefähr ein Esslöffel sein. So, das Ganze können wir jetzt einmal aufkochen. Und während das oben kocht, können wir hier schon mal 200 Gramm Zucker karamellisieren. Dafür gebe ich erstmal ein kleines bisschen in den Topf, bis der Boden knapp bedeckt ist und lass den erstmal schmelzen. So, wenn die Sahnemischung kocht und die Margarine schon fast geschmolzen ist, dann könnt ihr den Herd auf kleinste Stufe schalten und das ganz vorsichtig weiterköcheln lassen. Zucker könnt ihr auch etwas rühren. Und sobald der erste geschmolzen ist, könnt ihr wieder ein bisschen was nachgeben. Und so weiter, bis alles geschmolzen ist. Da sollte ich auf jeden Fall auch aufpassen, dass der Zucker nicht zu dunkel wird. Also auf jeden Fall immer ständig rühren. Und sobald sie alles an Zucker aufgelöst hat, könnt ihr die Sahnemischung dazugeben. So, jetzt gebe ich die Sahne dazu. Ich löse auch gleich schön unter. Am besten erstmal kurzzeitig die Hitze reduzieren. Auf jeden Fall ständig weiterrühren, bis sich alles an Zuckerklümpchen gelöst hat.
Derweil könnt ihr schon mal die Erdnüsse auf den Herd stellen und auf relativ kleiner Hitze anmachen. Die sollen jetzt nicht unbedingt rösten, die sollen einfach nur ein bisschen erwärmt werden, damit die Zuckerlösung, die wir nachher gleich da reingeben, halt nicht sofort erkaltet. So, nach ungefähr 10 bis 15 Minuten könnt ihr dann mal eine Löffelprobe machen. Und zwar nehmt ihr dafür einen kalten Löffel. Mit dem anderen gebt ihr so einen ganz kleinen Tropfen da drauf. Lasst ihn ganz kurz abkühlen. Und dann seht ihr sofort an der Festigkeit, das ist genau richtig. Also es lässt sich nicht mehr verschmieren. Das heißt, es hat jetzt eigentlich genau die richtige Konsistenz. Und das Ganze gebt ihr jetzt zu euren Erdnüssen dazu. Und rührt das so schnell es geht auch gleich unter. So, bis sich alles gut vermischt hat. So, und die Masse kommt jetzt so schnell wie möglich auf unser Backpapier. So, ich habe das alte Brett wieder untergelegt und jetzt vorsichtig die Erdnussmasse darauf verteilen und dann schön wieder so ein bisschen an das Brett anpassen, ungefähr so groß, wie ihr auch die andere Masse gemacht habt. So, so ungefähr sollte das, denke ich mal, gut sein. Jetzt könnt ihr eure gut durchgekühlte Marshmallow-Creme wieder aus dem Kühlschrank holen und die beiden Seiten von dem Backpapier abmachen. Und das legt ihr jetzt ganz vorsichtig oben auf die Erdnusscreme drauf. So passgenau, wie es eben geht. Gleich ein bisschen andrücken. Ihr könnt die Marshmallow-Creme auch am Rand ein bisschen runterdrücken. Jetzt könnt ihr das Backpapier nach oben falten, dann ein anderes, ungefähr gleich großes Brett drauflegen, das Ganze umdrehen. Und jetzt kommt die ganze Masse für circa, ja, mindestens eine Stunde in das Tiefkühlfach. So, dann braucht ihr wieder einen Topf mit Wasser, eine Metallschüssel und 600 Gramm Zartbitterkuvertüre. Die könnt ihr jetzt schon mal langsam schmelzen, solange bis die Snickers-Füllung im Tiefkühlfach schön runtergekühlt ist. So, die Schokolade ist geschmolzen. Dann könnt ihr gleich mal am besten mit zwei Gabeln ein bisschen durchrühren und den Herd ein kleines bisschen runterschalten, sodass die Schokolade quasi, ja, noch flüssig bleibt. Aber das Wasser muss nicht unbedingt brodeln kochen. So, dann habe ich jetzt hier unsere Füllung rausgenommen. Die wickel ich jetzt erstmal vorsichtig aus. Die war jetzt ein bisschen über eine Stunde drinnen. Vorsichtig das Papier ab. Das sollte eigentlich schön einfach gehen. Und das Papier könnt ihr auch gleich halbieren, sodass die Reste von der Füllung innen sind. Die brauchen wir gleich nochmal. So, dann schneiden wir die Füllung jetzt erstmal. Ihr könnt natürlich jetzt mit Zentimeter und so weiter arbeiten. Aber ich mache mal das ganz einfach. Ich halbiere die einfach so oft, wie ich möchte. Und dann sind alle Stückchen auch immer ungefähr gleich groß. So, das sind jetzt 8 Reihen bei mir. Und die schneide ich jetzt noch einmal längs durch. Das sind jetzt quasi unsere Riegel. An manchen Stellen kann es sein, dass diese Karamellcreme bricht. Das macht aber überhaupt nichts. Dann könnt ihr ein Brett nehmen und das halbierte Backpapier darauf legen. So, dann fangen wir jetzt an mit den Riegeln. Legt ihn auf eure Gabeln drauf. Dreht ihn einmal um. Und dann legt ihr den ganz einfach auf euer Backpapier. Im Original ist die Marshmallow-Creme, soweit ich mich erinnere, glaube ich, unten. Das versuche ich jetzt mal genauso zu machen.
Ja, und so könnt ihr jetzt alle eure Riegel mit Schokolade überziehen. Die sind natürlich jetzt noch ein bisschen gefroren, deswegen macht ihr das einfach. Also ihr solltet euch da auch ein kleines bisschen beeilen, dass sie nicht zu weich werden. Kann auch leicht passieren, dass die dann abbrechen und dann die andere Hälfte ja, ganz in der Schokolade landet. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr übrigens auch so ein kleines Muster über die Schokoladenriegel ziehen. So, die müssen jetzt noch ein bisschen abkühlen und dann sind sie fertig. Dass ich jetzt übrigens so viel Kuvertüre habe, ist Absicht. Eigentlich bräuchte ich wahrscheinlich nur so 300 und nicht 600. Aber man soll ja den letzten Riegel auch noch irgendwo eintauchen können. Das würde sonst wahrscheinlich nicht funktionieren. Ihr könnt hier auch einfach euch zurückstellen für die nächsten Riegel oder halt ja, für ein anderes Rezept. So, die Riegel sind jetzt schon recht gut abgekühlt. Ich wollte jetzt nochmal zeigen, wie ich die jetzt einpacken würde. Natürlich gibt es da wahrscheinlich etliche Möglichkeiten. Ich habe mir jetzt hier so einen dünnen Papierstreifen gemacht und lege den jetzt an die eine Seite des Schokoriegels und wickel den einmal sozusagen darin ein. Dann habe ich hier ein kleines Stückchen Frischhaltefolie und da wickel ich den Riegel dann nochmals ein, schlage immer gleichzeitig die Seiten um, damit er dann noch schön dicht verschlossen ist. So, jetzt könntet ihr noch buntes Geschenkpapier drum machen, wenn ihr die verschenken wollt natürlich. Und ansonsten könntet ihr auch so einfach dann mitnehmen. Ja, das war wirklich mal ein aufwendiges Rezept. Ich habe damit jetzt, glaube ich, auch den halben Vormittag verbracht. Also eigentlich eher den ganzen Vormittag. Aber naja, damit habt ihr 16 Snickers, die ihr verschenken könnt, selber essen könnt, was ihr möchtet. Dazu muss man natürlich sagen, das sind echte Kalorienbomben. Seht ihr auch am Rezept ein bisschen Zucker, Fett, ja, Bros, Snickers halt bestehen. So, wollen wir einen probieren? Lecker. Die Schokolade ist noch nicht ganz fest jetzt. Das dauert noch ein bisschen. Ein paar Stunden. Aber die Creme im Inneren ist echt klasse. Also, ja. Also so habe ich Snickers auf jeden Fall auch in Erinnerung. Und auch mit dieser leichten Zähigkeit der Karamellcreme, das erinnert mich extrem an das Original Snickers. Ja. Also wirklich super lecker. Aber wie gesagt, echte Kalorienbomben. Also genießt sie vielleicht etwas in Maßen. Ja, vielen Dank an Mia Borgstern für diesen Rezeptvorschlag. Hat jetzt zwar ein bisschen gedauert, aber ist bei dem Rezept auch nicht verwunderlich. Wenn ihr noch andere Ideen habt, was ich noch veganisieren soll, schreibt es in die Kommentare. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen und Verschenken. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.